Okay, willkommen zurück zu Let's Play Banjo-Tooie. Dies ist eine weitere Backtracking-Folge. Wir machen ganz viel Zeugs, was wir noch zu tun haben. Ja, und zwar haben wir noch ein blaues Ei, das wir abgeben müssen. Also, ja, es wird als blaues angegangen. So, es ist eigentlich das pinke Ei. Jo. Oh, komm, mach hier ne. Ich will das nächste Ei öffnen irgendwie. Oh mein Gott, hier ist immer noch die Fliege gewonnen. Vor letzten Part und die nervt voll. Luke sieht Helga brüten. Und wieder läuft sie im Kreis herum. Ja, und dann haben wir noch was zu tun, was ganz cool ist. Ich glaube, es steht schon im Titel. Und zwar werden wir Kazooie in Dragon Kazooie verwandeln. Und wem das nicht passt, das ist mir egal. Dragon Kazooie ist viel cooler. Kazooie-Keule, okay, cool. Ah, das ist. Heute ist voll der Kazooie-Part hier. Seht's euch an. Es ist voll der harte Move. Habt ihr das gesehen, die arme Kazooie? Oh mein Gott, es tut mir so leid. Okay, dann treffe ich euch bei Klunkerkluftmine. Okay, Leute, wir sind in der Klunkerkluftmine und ich hoffe, ihr wisst noch, wo wir hier sind. Hier war mal ein Putzlu. Das ist so der Eingang, wo man mit den Turnschuhen hin musste. Und jetzt können wir diesen Stein zerschlagen mit Kazooie. Und ja, mach ich ihn. Und da können wir hier durch. Und hier hinten ist es ganz eisig und kalt. Und was könnten wir hier wohl gebrauchen? Es ist etwas von Stomp Swap. Es ist das coole... komm. Okay. Ah, es ist der Eisschlüssel. Wir sind im Steinhagelgipfel. Wir sind im nächsten... In der übernächsten Welt. Und wir haben diesen coolen Schlüssel und können den jetzt da reintun. Der wird jetzt ganz groß auf einmal. Und zack, boom. Der ultimative Mega Globo! Yeah! Zack, dann haben wir diesen. Wow, du hast das legendäre Mega Globo gefangen. Es ist das Globo, oh mein Gott. Und hier seht ihr die kleine Vorschau auf die nächste Welt. Das ist irgendwie eingefroren. Und. Naja, okay. Ich treffe euch bei Puzzellos Tempel. Weil ich zuerst noch ein Puzzlo machen will. Also, bis gleich. So, und bevor wir Kazooie in Dragon Kazooie verwandeln, wollen wir noch kurz hier stoppen und... nee, ich muss ja da rechts hin. Genau, wollen wir hier noch kurz stoppen und ein bisschen die Puzzlos hier einsetzen, ein bisschen Puzzles machen hier. Ganz cool. Das kommt hier, und das kommt hier. Ich bin viel zu gut für dieses Zeug mittlerweile. So. Nee, ein bisschen tiefer. So. Später kommt das noch viel schwerer. Da muss man dann auch so drehen. Nee, hier. Nee, was? Oh mein Gott. Aber hier. Okay, da hört man schon irgendwas ganz komisches. Macht so. Ich frage mich, was das sein könnte. Oh Mann. Ja, das ist dann unsere nächste Welt, das hier. Wow. Da ist ein Jinjo. Den sieht man schon ganz gut. Ich glaube, das war ein Minjo. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und das letzte Teil, das war viel zu schwer. Er hat Puzzellos Aufgabe Nummer 5 gelöst und wird ihm der Weg weisen. Sehr gut, so weise mir den Weg, Meister Puzzello. Oh mein Gott, und schon wieder ist es ist eingefroren. So, Leute, neu geladen, jetzt geht's endlich weiter, oh mein Gott. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzello. Komisch, dass es mir jetzt das irgendwie nicht... Naja, ich habe kurz ein Save-State schon gemacht gehabt. Naja, egal. Ich will jetzt da nicht drüber reden. Oh mein Gott, ein neues Gebiet. Hexoland, Ödland. Ah, und wir müssen noch... Oh, mir fällt noch was ein. Wir sollten vor dieser Welt noch... Oh mein Gott, wir haben ganz viel zu tun. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das alles in diesem Part hier reicht, aber ich werde so viel wie möglich reinpacken. Und darum lasse ich das nächste Putzlo jetzt mal in Ruhe. Ich weiß, dass ich in der Tat der Auserwählte bin und eigentlich genug hätte für das nächste, aber ich gehe jetzt hier trotzdem raus und treffe euch dann bei Plateau. Tschüss. Nee, bei Pinienlichtung, genau. Tschüss. Jo, wir sind in der Pinienlichtung. Und wir können hier reingehen und, oh mein Gott. Wir können das wohl coolste Feature in diesem Spiel jetzt endlich freischalten schon. Wumbas Wigwam, viel überrascht, denn du hast einen legendären Mega Globo gewonnen. Wolle das Wumba geben? Oh, nee. Okay, doch. Vielleicht schon. Natürlich, ich werfe es einfach hinein. Wow, wow, wow.
Wie hat er den eigentlich... Ja. Zauber fertig, springen in Wumba-Bäckchen. Mach ich doch gerade. Wow. Und wir verwandeln uns. Und der riesige... Oh mein Gott. Der ist noch größer als Wumbas Möpse. Das hat sich nichts verändert. Wumba, das nennen Drache. Was? Was? Wie? Aber... Was hat sich verändert? Oh, Kazooie ist jetzt viel böser. Drache verkokeln viele böse. Ja, und es gibt zwei Sachen, die neu sind. Hier das da. Und man kann Feuereier unlimitiert schießen. Ihr seht es, die Zahl verändert sich nicht. Es sind einfach unlimitierte Feuereier. Unglaublich cool. Sehr schön. Ja, das ist eigentlich alles. Und auch so voll cool sieht jetzt Kazooie aus. Und die macht auch viele dunklere Stimme und... Wir können jetzt auch gleich weitergehen und hier diesen Durchgang hier öffnen zur nächsten Welt. Da hat es Noten, oh mein Gott. Schnell einsammeln. Dann haben wir schon fast alle Noten in der Hexoland-Oberwelt. Bam! Gehen hier rein, was erwartet uns? Ich weiß nicht. Eigentlich weiß ich es, aber ich will es euch nicht verraten. Es sieht aus, als ob ein anderer Grabora-Tunnel hier ist. Nee, wir wollen mit Benjo mal machen hier. So. Blöde Fliege. Hau ab! Hier sind wir noch die Fliege. Ich könnte die irgendwie zerstören. Oh mein Gott, Klungo, was machst du hier? Klungo. Diener mit Rachegelüsten. Oh, der wurde ziemlich geschlagen. Hahaha, Hörin hat gefuckt. Klungo muss fopfen. Von uns gibt's auch Schläge. Nein, Klungo gewinnt dieses Mal. Hat einen neuen Trank dabei. Oh, ein neuer Trank. Oh mein Gott, sehr überraschend. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nie erwartet. Oh mein Gott. Oh nein, ein grüner Trank. Trink ihn nicht, du wirst sterben. Oh mein Gott, er ist sogar das Glas. Wie das letzte Mal. Und er ist unsichtbar. Oh mein Gott. Ja, egal. Komm, stirb. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Sollte man hier nicht einen Schatten sehen? Okay, da ist er. Wo bist du? Okay, da ist er. Jetzt werft er wieder mit seinen komischen Tränken. Okay, da ist er. Komm, komm. Ah, ich hab dich getroffen. Boom, 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 boom. Können wir den auch so abschießen? Ha, so geht's auch. Haha, das ist sehr gut. Ja, ich weiß nicht, was wir sonst sagen, weil das... Und wir haben ihn besiegt. Sehr unerwartet. Haha. Ja. Das war wieder klar. Sehr einfach. Ja. Oh, Klungo, du. Steh auf. Du bist ein guter Diener, du schaffst das. Ich glaube in dich. Wir haben Klumber wieder befällt. Das kann nicht gut für deine Gesundheit sein. Mach doch Urlaub. Nein, Herr Bassmissär. Tschüss, ich gehe. Klungo holst sich mehr Schläge ab. Dann arbeitet von seinem Zwang. Ja, viel Spaß. Wir brauchen die Energie nicht, aber ich sammle sie trotzdem ein als Belohnung für diesen tollen Kampf, den ich so gut gemeistert habe. Jo. So. Ja, ich glaube, das war's erstmal mit Backtracking. Okay, nee, ich hole mir noch den Move hier. Das ist jetzt nicht mehr Backtracking hier. Das ist jetzt fortgeschrittene Fortschreitung. Zeitbomben-Eier! Das ultimative Ei, bla bla bla, geschenkt, Tico-Bombe und auch wieder ferngelenkt. Sehr gut! Mit dem könnten wir eigentlich schon das Puzzle bei Kunkergriffmine holen, aber ich bin zu faul dafür. Das sind alles. Mich für den Jinjo. Wegtreten. Jinjo. Den Jinjo hole ich noch. Miau! Und zuerst noch hier diese Plattform aktivieren und dann denke ich mal, höre ich auf. Und hätte es noch Noten. So. Ich glaube, das ist ein Minjo. Einer von denen muss ein Minjo sein. Du bist blöd, stirb. So. Und wir hören hier auf. Wieder mal bei so einer Leiche. Und ich treffe euch beim nächsten Part. Danke fürs Schauen. Im nächsten Part betreten wir die nächste Welt. Aber psch, das ist ein Geheimnis. Also, tschüss. Du stirbst noch gerade. Schöner Abschluss. So. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss.